Manuskripte, Zeitschrift für Literatur. Worte. Ich fürchte mich vor Menschen, die um 6:30 Uhr morgens lange, kluge Briefe schreiben, die ohne mit der Wimper zu zucken das Gespräch mit einem durch die versperrte Klotür fortführen oder vom Boden Scherben oder verstreuten Kaffeesatz auflesen. Die, während man mit ihnen die Straße entlang geht, alle paar Meter stehen bleiben und sich einem in den Weg stellen, um mit erhobenem Zeigefinger oder fuchtelnden Händen ihre ach so wichtigen Worte zu unterstreichen oder auch nur den Preis einer Kalbskeule und dem Frühlingsschnee auf den Gipfeln. Die einen E-Mails schicken, bei Tagesanbruch natürlich, und einen dann auf der Stelle davon per SMS via sämtlicher Social Medias verständigen und anmerken: Lies und antworte, wenn du Zeit hast, mein Schatz. Die einen nachts mit der Frage, schläfst du? Wachschütteln und dann nach einer kurzen Pause auch ein rührseliges, meine Liebe, hinzufügen. Die jeden Satz mit, was soll ich sagen, schließen und dann sofort wieder von vorne beginnen. Die, die Worte ohne Worte sind. Und die, die wegen eines überflüssigen Kommas zwischen den Worten, die sie einem geschrieben haben, zittern. Und die, die in alles ein Zitat aus etwas bereits Zitiertem einwerfen. Die, die während sie mit einem Reden und Flüstern das Revers dessen Jacke anstarren und es mit und gegen den Strich streicheln müssen oder einem dabei fein, säuberlich, sehr gemächlich ein unsichtbares Haar von der Schulter lesen, so hingebungsvoll und achtsam, als würden sie einem den Körper zunähen, der zerstreut und zerteilt war und aus lauter Fetzen bestand, bis mit einem winzigen Stich gerade ihr einzigartiges Wort die richtige Steppnaht setzte.